menschliche Sicherheitsanlagen mehr vertrauen, also die menschliche Beobachtungs- und Reaktionsfähigkeit. Zwar wissen wir, dass auch technische Anlagen versagen können, was uns am Ende die Fachleute auch sagen werden. Wir sollten auch das noch nicht vergessen. Vom Fahrdienstleiter des Bahnhofs Vordorf hören wir, dass er im letzten Moment noch versucht habe, das Unglück zu vermeiden. Auch wenn er es letztlich nicht verhindern konnte, hat er das Menschenmögliche versucht. Es gibt nicht den geringsten Grund zu voreiligen oder pauschalen Schuldzuweisungen. So schlimm dieses Unglück für uns alle auch ist, wir sollten darauf achten, wie wir damit umgehen. Ausdrücklich habe ich Verständnis für die Bürger von Langenstein, die wissen ließen,